Heute ist Arjans großer Tag, denn es geht auf die Bühne. Er macht nämlich mit bei einem Tanzprojekt für hörgeschädigte Jugendliche, initiiert von der Hörregion Hannover und der Hartwig-Klausen-Schule. Arjan ist von Geburt an gehörlos. Vom Tanzen hält ihn das nicht ab. Ganz im Gegenteil, für ihn ist Tanzen eine große Leidenschaft. Und die möchte er zeigen. Die getanzte Schulstunde, so heißt das Stück. Der Name ist Programm. Den Schulunterricht also auf die Bühne bringen. Das lernt man am besten in der Tanz-AG oder im Unterricht selbst. Arjan ist vor einem Jahr als Flüchtling vom Irak nach Deutschland gekommen. Hier geht er in die 8. Klasse der Hartwig-Klausen-Schule. Seine Lehrerin ist ebenfalls hörgeschädigt. Sie hilft oft bei der Verständigung. Und was gefällt Arjan am Tanzen besonders? Er mag also in Gruppen tanzen, auch mit den Mädchen zusammen. Ja, er findet Bewegung im Tanz generell wichtig. Schließlich ist Tanzen für Arjan ein Weg, sich auszudrücken. So wie die Gebärdensprache, die er in Deutschland gelernt hat. Mittlerweile klappt es ganz gut. Arjan ist ambitioniert. Komplizierte Bewegungsabläufe fallen ihm leicht. Getanzt hat er schon früher im Irak. Für die Zukunft kann sich der 16-Jährige vorstellen, auch einmal Profitänzer zu werden. Doch das erfordert viel Ausdauer und ein intensives Training. Bei den Proben zu der Aufführung erhält er schon mal einen Vorgeschmack. Abschauen kann er sich die Schritte von Profitänzer und Choreograf Ole Driver. Er hört die Musik durch ein Cochlea-Implantat. Kein Hindernis, um ein Tanztheaterstück erfolgreich auf die Bühne zu bringen. Und das handelt von Tagträume, Gedanken, Gefühle, Langeweile, Aufregung. All diese Dinge, oder Chaos, wenn der Lehrer rausgeht. Wütend sein, all diese Emotionen, die man in einer Schulstunde erleben kann, das habe ich versucht sozusagen in komprimierter Form als Tanztheater oder als Tanzstück darzustellen. Arjan kann die Musik nicht hören. Die Melodie macht er trotzdem mit dem Körper sichtbar. Seine Umgebung nimmt er dabei ganz besonders stark wahr. Angst, den Einsatz zu verpassen, hat Arjan nicht. Er orientiert sich dann an den Mädchen, die in der Vorderreihe stehen. Und dann fängt er an, im Takt zu zählen. Wenn die losgehen, ist das dann 1 bis 8. Und wenn die bei 8 sind, fängt er dann an, mitzulaufen. Ein Stück, in dem es auch um Identität geht. Um das Überwinden von Grenzen. Grenzen, die Arjan täglich durchbricht, als Gehörloser in der hörenden Welt.